Heute kommen unsere Kunden vorbei, um mit uns ein Spiel zu entwickeln. Ich freue mich schon richtig auf den Tag. Wir haben 60 unserer Kunden eingeladen. Das ist wirklich der größte Workshop, den wir jemals gemacht haben. Aber inzwischen sind wir auch im neuen Büro. Wir haben hier richtig Platz und wir haben auch einen richtig guten Spieleentwickler eingeladen. Jemanden, der professionell Workshops macht, der Sebastian Ranga. Und der wird heute mit unseren Kunden zusammen dieses Spiel entwickeln. Zuerst geht's los gleich mit einer richtig coolen Präsentation von Sebastian. Sebastian ist Spieleentwickler und kennt sich mega aus, macht schon lange diese Workshops und wird unsere Leute heute durch den Tag begleiten. Bist du ready? Ja, ich freue mich schon mega. Gleich kommen hier 60 Leute rein, die stehen schon alle vor der Tür. Ich habe gerade schon einmal schon so rausgeschielt. Ich habe mich schon gewundert, wo sind alle? Zwei sind schon da, aber jetzt geht's gleich los. Unfassbar, 60 Kunden sind da. Richtig krass, muss ich einmal hier, hallo, einmal durchgehen hier. Mega krass. Nochmal ein Selfie. 60, cool, dass ihr da seid. Wir freuen uns mega, habt ihr hoffentlich schon gemerkt. Was machen wir heute? Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Hallo nochmal zusammen, bin der Sebastian. Ich hoffe, die meisten kennen mich mittlerweile, weil das heißt, ihr habt den Videokurs geschaut und das wäre natürlich super für heute. Wir machen gemeinsam den Workshop-Tag und es dauert jetzt nur noch wenige Minuten und dann erfahrt ihr, was da alles geplant ist für euch. Sebastian hat gerade schon richtig überragenden Einführungsvortrag gehalten und jetzt sind hier unsere Gruppen und teilen sich erst einmal ein. Ich filme einmal hier durch. Und ja, was machen die jetzt? Ja, sie entwickeln Spiele gemeinsam in kleinen Gruppen. In kleinen Gruppen, ja. Du hast so verschiedene Kategorien, ne? Irgendwie, die machen jetzt Jump and Run, ein paar Leute machen Ego-Shooter. Shooter, Rennspiel, also da gibt es viele Kategorien und wir haben das halt heruntergebrochen auf welche, die relativ schnell umzusetzen gehen. Und sie werden halt merken, dass wenn sie damit anfangen, da will man eh schon eigene Ideen reinbringen, das Ganze ein bisschen mit Twists und coolen Mechaniken versehen. Und ich bin schon sehr gespannt, was da für Ideen kommen. Ja, ich bin auch gespannt. Dann schauen wir mal die Gruppen an, würde ich sagen, und gucken, ob wir irgendwo unterstützen können. Ja, klingt gut. Na? Wisst ihr schon, was ihr entwickelt? Wir haben uns gedacht, den Shooter zu machen so ein bisschen und dann eventuell ein Fahrzeug rauszumachen, dass man quasi einen Panzer hat oder so, mit dem man so. Also man fährt mit einem Fahrzeug rum und schießt. Okay, auf was schießt man? Das wissen wir noch nicht. Okay, Workshop läuft richtig gut. Eine Frage habe ich aber noch an dich, Sebastian. Wenn ich jetzt mein eigenes Spiel entwickeln möchte, was sind so die drei wichtigsten Punkte, die du da mitgeben würdest? Ja, also als allererstes, ich glaube, das größte Problem, was die meisten haben, riesengroße Träume und die sind halt am Anfang ganz schwer umzusetzen. Das heißt, wirklich klein anfangen. 80-20-Regel hilft da extrem dabei, dass man halt innerhalb von 20% der Zeit eigentlich schon 80% vom Spiel macht. Ich glaube, das ist so der allerwichtigste Tipp, dass man das einfach realistisch einschätzt. Der zweite Tipp, früh anfangen zu testen, also auch das Spiel einfach mal rausgeben, Leuten geben, Feedback einholen und verbessern, weil die besten Spiele, die entstehen halt nicht nur im Kopf, sondern die muss man wirklich von Leuten testen lassen, damit man halt weiß, ob es funktioniert. Ja, und als dritten Tipp würde ich sagen, auf jeden Fall, der Spaß darf nicht zu kurz kommen, nicht nur, wenn man selber entwickelt, sondern vor allem auch das Spiel selber sollte einfach Spaß machen, das ist das Allerwichtigste. Keiner hat Lust darauf, ein Spiel zu spielen, das eben frustrierend ist und keinen Spaß macht und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Geheimnis von den guten Spielen, dass die halt alle mega Spaß machen. Nachdem jetzt 3-4 Stunden entwickelt wurde, ist vor allen Dingen eine Sache aufgefallen und zwar gibt es natürlich noch ganz viele Bugs. Das ist ganz normal und Sebastian hat jetzt alle noch einmal zusammengerufen, um zu erklären, woher diese Bugs denn genau kommen. Und da konnte man auch einiges lernen. Jeder kennt ja von verschiedenen Computerspielen so Bugs, wo man dann durch die Wand durchlaufen kann oder sowas. Und jetzt hat man einfach noch mal ein bisschen besser verstanden, woher diese Bugs kommen. Und jetzt machen sich alle Gruppen erstmal wieder an die Arbeit, denn jeder muss ja heute noch ein Spiel fertig kriegen. So, die Gruppen sind langsam fertig mit der Gruppenarbeit und jetzt stellen die besten Gruppen ihre Arbeit vor. Das heißt, wir versammeln uns jetzt wieder im großen Raum und ich bin echt mega gespannt, was so rausgekommen ist. Freut ihr euch? Ja, natürlich. Sehr, ich bin sehr gespannt. Schauen wir mal. Ja, ich auch. Wir haben uns an einem Rennspiel versucht. Im Grunde, genau, wir haben ein Auto, das lässt sich bewegen mit WASD. Genau, kann sogar, kann driften. Ja, genau. Dank Sebastian. Kann driften und genau, wenn wir runterfallen, ist Respawn. Ja, wir haben ein kleines Autorennspiel gebaut, im Prinzip Subway Surfer, nur mit Auto. Ist leider auch nicht ganz fertig geworden, wenn ich jetzt irgendwo gegenfahre, respawn ich. Ja, wir haben uns entschieden, Click-Game zu machen, mit dem Shooter kombiniert irgendwie. Sollte wie so eine Zombie-Welle sein, dass die Skelette quasi einen verfolgen, halt mehrere logischerweise. Und ja, das ist letztendlich dann so das Ergebnis.
Die Häuser bestehen aus ganz vielen kleinen Ziegeln. Und das Ziel war eigentlich, wenn man quasi mit dem Panzer auf das Haus schießt, dass dann nur so Teile abbrechen und nur die Teile kaputt gehen, die gebrochen sind. Wenn wir jetzt gestartet haben, ist das Haus einfach explodiert und wird man jetzt auch sehen. Und einfach die Gegner abschießen. Auch von Counter-Strike ein bisschen abgeschaut. Also kurz nochmal erklärt, wir haben eine Plattform, wir bewegen uns, in der Mitte steht ein Turm, der wird einen versuchen abzuschießen. Wenn er das geschafft hat, gibt es einen Respawn und man ist wieder am Anfang des Spiels angekommen. Hat man 8 von den 10 Münzen gesammelt, ist das Spiel gewonnen. Ich kann das ja mal anspielen. Spuren und so weiter sind halt wirklich mit Hausmitteln gemacht, ein paar Texturen von der Seite runtergezogen. Also die Assets, die ihr seht, sind nur einfache Boxen, ein bisschen in die Länge gezogen. Also ist eigentlich alles ganz easy gebaut. Das war ein krasser Lerneffekt, also in so einer kurzen Zeit so viel umzusetzen, das war... Ich bin wirklich beeindruckt, die Teams haben richtig, richtig coole Projekte vorgestellt. Das Coolste fand ich, dass ein paar Leute unser Büro nachgebaut haben und das war dann so eine Counter-Strike-Map und in irgendeinem Raum war Manuel und ich als Geisel, dann mussten wir befreit werden. Das war ein richtig cooles Spiel. Ansonsten Jump-and-Run-Spiele habe ich gesehen, ich habe Ballerspiele gesehen, ich habe auch so ein Schneemann-Spiel gesehen, wo man so einen Schneemann abschießen musste. Also richtig coole Ideen und das alles in 3 bis 4 Stunden effektiver Arbeit und das hat mich echt mega beeindruckt. Und die Leute hatten auch tierisch Spaß. Wir machen jetzt hier noch so ganz entspannt so ein bisschen After Hour quasi, wo wir einfach noch mal ein bisschen connecten, ein bisschen reden, ein paar Selfies miteinander machen und sowas. Es war auf jeden Fall ein richtig cooler Tag. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Und wenn ihr jetzt vielleicht noch keine Softwareentwickler oder auf dem Weg zum Softwareentwickler seid, sondern das Ganze gerne lernen wollt und vielleicht gerade in einer ganz anderen Branche arbeitet, egal was, wir haben schon unzählige Quereinsteiger aus allen möglichen Branchen zum Softwareentwickler weitergebildet. Wenn ja, dann klickt einfach mal auf den Link unter diesem Video hier. Da könnt ihr euch nämlich über unsere Weiterbildung informieren und da könnt ihr auch eine kostenlose Beratung mit unserem Team vereinbaren. Da können wir einfach schauen, ob wir dir in deiner ganz konkreten Situation weiterhelfen können, ob das Ganze überhaupt zu dir passt, wo du gerade bist, was deine Ziele sind, ob wir dich in die Softwareentwicklung bringen können und vielleicht arbeiten wir schon bald persönlich zusammen. Ansonsten sehen wir uns natürlich hier auf diesem Kanal wieder im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Mach's gut, dein Yunus.